Hallo ihr Lieben, hier ist wieder der Sven von der Internetfahrschule. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich freue mich sehr darüber, dass ihr weiter dabei seid. Heute mit dem zweiten Teil unserer kleinen Serie über Zebrastreifen. Nachdem ich euch im ersten Teil alles erklärt habe, was ihr wissen müsst für eure theoretische Prüfung, mache ich euch jetzt fit für die praktische Prüfung. Ich nehme euch gleich mit ins Auto und dann werden wir uns das anhand von so ein paar Zebrastreifen mal anschauen, wie ihr euch wirklich verhalten solltet. Vorab ein, zwei Sätze noch zu meinem etwas provokanten Unfallbild auf den Zebrastreifen, was ich euch am Anfang des Videos gezeigt habe. Das hat einfach folgenden Hintergrund. Ich möchte euch ein bisschen sensibel machen für diese ganze Problematik, vor allen Dingen auch für die Akzeptanz von Zebrastreifen. Ich bin Papa von vier Kindern, vier kleinen Kindern, die sind 10, 8, 5 und 3. Und mit denen muss ich auch hin und wieder mal über die Straße gehen am Zebrastreifen. Und obwohl wir wirklich ganz ersichtlich und klar am Zebrastreifen stehen, fahren die fast alle gnadenlos an uns vorbei, ohne langsamer zu werden, ohne irgendwelche Beobachtung. Und das ist einfach eine Sache, die funktioniert nicht. Ja? Ich habe ja in der Theorie auch schon mal erklärt, dass gerade kleinen Kindern im Kindergarten das schon beigebracht wird, am Zebrastreifen über die Straße zu gehen. Jetzt wissen die, dass sie da eine sichere Stelle haben und dann gehen die manchmal auch ohne Beobachtung. Und dann kann das nicht sein, dass da keiner drauf reagiert, langsamer wird beobachtet. Ja? Und deswegen kommt es immer wieder zu gefährlichen Situationen an Zebrastreifen und teilweise auch zu Unfällen. Und ich sag mal, wenn das wirklich passieren sollte, dann seid ihr natürlich ein gefundenes Fressen für einen Staatsanwalt. Der wird euch auseinandernehmen. Also schlimmer kann es ja gar nicht kommen, dass ich einen Fußgänger auf einem Zebrastreifen anfahre. Und diese ganze Problematik ist natürlich auch dem Prüfer bewusst. Und ich bin mir aber nicht sicher, ob das immer allen Fahrschülern am Anfang so klar ist, dass eine Führerscheinprüfung sehr schnell zu Ende gehen kann am Zebrastreifen, wenn ihr nicht entsprechend beobachtet und euch entsprechend von der Geschwindigkeit anpasst. Ja? Wie das Ganze im Einzelnen aussieht, das gucken wir uns jetzt wirklich auf der Straße an. Dann gebe ich euch die Tipps, die ihr braucht und danach solltet ihr eigentlich auch ganz gut klarkommen. So, dann legen wir doch gleich mal mit diesem Zebrastreifen hier los. Das ist nämlich gleich ein ganz heißes Eisen. Wenn ich jetzt mal so ein bisschen weiter nach unten zoome, dann seht ihr, dass hier direkt unter der Unterführung ein Zebrastreifen ist. Die linke Seite ist kein Problem, die kann ich sehr gut einsehen. Die rechte Seite ist ein Riesenproblem, weil wenn ich mal ein bisschen die Kamera nach oben nehme, dann seht ihr, dass hier ein Parkhaus ist. Und da hinten ist quasi der Ausgang von dem Parkhaus. Und dann sind da noch so 5 Treppenstufen. Also mit 2, 3 schnellen Schritten stehen die Fußgänger unmittelbar vor dem Zebrastreifen. Das heißt, ihr habt dann eigentlich kaum noch eine Möglichkeit, irgendwas zu machen, wenn ihr da mit einer Geschwindigkeit von 30, die hier erlaubt ist, da ranfahrt. Dann gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder muss ich da mehr oder weniger schon eine Notbremse hinlegen, damit ich noch zum Stehen komme. Oder der Fußgänger muss halt wieder mal auf sein Vorrecht verzichten und muss dann stehen bleiben, um die ganze Sache zu entschärfen. Ja, aber so sollte es ja eigentlich nicht sein. Das heißt, ihr müsst euch hier wirklich vernünftig anpassen. Und wenn wir jetzt gleich mal schauen, wenn jetzt hier so ein Auto, was jetzt gleich mal an uns vorbeifährt von hinten, dann würde ich also da viel Geld drauf wetten, dass der jetzt vor dem Zebrastreifen, jetzt biegt er leider ab, den Fuß nicht auf die Bremse setzt und dass da auch keine Bremslichter angehen. Ne? Wir haben jetzt nochmal so ein Auto, was jetzt hier von hinten kommt. Da können wir nochmal gucken und der wird sich nicht darauf vorbereiten, fährt also ungebremst mit 30 an dem Zebrastreifen, wenn überhaupt mit 30 am Zebrastreifen vorbei. Also keine Möglichkeit, wirklich irgendwas zu machen. Ja? Und genauso soll es halt nicht sein. Wir fahren einfach jetzt mal runter und dann gucken wir mal, ob wir das eigentlich richtig machen. So, ich gehe jetzt mal auf die Bremse, nehme die Kupplung mit rein und jetzt schwenke ich mal mit der Kamera nach rechts und dann könnt ihr auch sehen hier, ne, dass das wirklich blitzschnell geht. Wir kommen also mit 2, 3 schnellen Schritten da raus und stehen dann unmittelbar vor dem Zebrastreifen. Und ich habe jetzt eine Geschwindigkeit gehabt von ungefähr 13 km/h. Das ist auch völlig in Ordnung, weil ich muss mich ja wirklich vorbereiten. Ich weiß ja nicht, ob was kommt. Ne? Und wenn halt, wie in den meisten Fällen, halt nichts kommt, so, dann ist es natürlich auch nicht schlimm. Aber ich bin auf jeden Fall vorbereitet gewesen und hätte entsprechend reagieren können, falls der Fußgänger auftaucht. Also in dem Fall alles richtig gemacht. So, nächster Zebrastreifen, den wir jetzt haben, diesmal bei einer Geschwindigkeit von 50 auf einer Vorfahrtsstraße. Und linke Seite kann man eigentlich wieder ganz gut einsehen. Da ist erstmal nichts im Wege, keine geparkten Autos. Die rechte Seite ist auf dieser Seite hier bei uns ein bisschen zugestellt. Und da muss ich mich halt wieder ein bisschen anpassen. Also gehe ich mit dem Fuß runter vom Gas rechtzeitig, lasse das Auto ein bisschen rollen, lasse die Motorbremswirkung einsetzen und dann bin ich schon mal relativ schnell bei einer Geschwindigkeit von vielleicht 40 km/h. Und dann kann ich ja immer noch die Entscheidung treffen, wenn ich jetzt tatsächlich sehe, da sind doch irgendwo Fußgänger in der Nähe, dass ich dann weiter bremse, eventuell runterschalte. Und dann habe ich auch kein Problem, vor dem Zebrastreifen zu warten und lasse den Fußgänger rüberlaufen. Ja? Also wir fahren mal drauf zu. Und ich nehme jetzt einfach mal den Fuß vom Gas, lasse mich im Moment rollen, bewege den Kopf mal nach links und rechts und ich sehe, es ist alles frei. Wunderbar, da kann ich auch schon wieder Gas geben und dann war es das. Und ich habe dem Prüfer aber ganz klar signalisiert, dass ich den gesehen habe, habe mich angepasst von der Geschwindigkeit, den Fuß kurz vom Gas genommen, habe beobachtet und alles ist gut.
So, jetzt habe ich hier nochmal einen Zebrastreifen für euch. Vorfahrtstraße 50 km/h. Der ist super einzusehen. Von der rechten sowie auch von der linken Seite. Also hier muss man wirklich kein Drama machen. Das könnte man ja eigentlich meinen, man fährt jetzt mit 50 dran vorbei. Also für die Prüfung folgender Tipp. Es ist immer egal, wie ihr die einsehen könnt. Auch wenn die super einzusehen sind, zeigt dem Prüfer einfach ganz klar und deutlich, dass ihr diesen Zebrastreifen A gesehen habt und dass ihr genau wisst, wie ihr damit umzugehen habt, dass ihr da nicht Vorrang habt. Das heißt, ihr nehmt den Fuß einmal vom Gas, Motorbremswirkung setzt ein, das Fahrzeug fährt nur noch 45 und ihr bewegt den Kopf einmal nach rechts und links und dann hat der Prüfer das ganz klar gesehen, ihr habt ein ganz deutliches Signal gesetzt und dann könnt ihr auch schon wieder Gas geben und fahrt weiter, wenn es frei bleibt. Ja? Und er wird sich eine entsprechend positive Notiz hinten auf seinen Zettel machen. Das auf jeden Fall. Das ist eigentlich das, was er eigentlich den ganzen Tag übersehen möchte, was ihm aber kaum ein Fahrschüler so anbietet. Ja? Und das kann ja mal auch entscheiden werden, vielleicht, wenn der Prüfer am Ende eurer Fahrprüfung überlegt, soll ich jetzt den Führerschein rausrücken oder soll ich es nicht machen? Dann kommen vielleicht auch solche positiven Sachen auch mal zum Tragen, dass ihr da mal so einen kleinen Bonbon hingeschmissen habt am Zebrastreifen und letztendlich bekommt ihr den Führerschein dann vielleicht doch. Ja? So, wir fahren das Ganze jetzt mal an von etwas größerer Entfernung und dann merkt ihr auch ganz genau, was ich wirklich meine. So, ich fahre jetzt mit 50 km/h auf den Zebrastreifen mal zu. Von hier kann ich eigentlich auch das Schild schon sehen. Das heißt, ich kann jetzt anfangen zu beobachten und merke jetzt, oh, super, alles freie Sicht, rechts kein Fußgänger, links kein Fußgänger. Jetzt nehme ich den Fuß vom Gas. Lass die Motorbremse einsetzen, Auto wird 5 km/h langsamer, bewegt den Kopf nochmal nach rechts und links, Verkehrsfluss behindere ich überhaupt nicht dabei und gebe jetzt auch schon wieder Gas. Ja? So, und ihr habt dem Prüfer ein super Signal gesetzt, nämlich, dass ihr diesen ganzen Zebrastreifen erkannt habt und auch genau wisst, wie ihr damit umzugehen habt. Und der Prüfer denkt sich natürlich in dem Moment, ey, hoppla, ich habe es jetzt hier wirklich mit einem Kandidaten zu tun, der gehört echt zu den Guten. Also, alles richtig gemacht. So, bei dem letzten Zebrastreifen, den ich für euch ausgesucht habe, habe ich jetzt meinen Kreisverkehr genommen. Und hier sind Zebrastreifen vor jeder Einfahrt, das heißt natürlich auch dann vor jeder Ausfahrt. Das heißt, ihr müsst natürlich jetzt hier doppelt beobachten, vorm Reinfahren und vor dem Rausfahren. Und noch ein weiteres Problem, wenn das erste Fahrzeug, was vor euch fährt, jetzt stehen bleiben muss, weil da Verkehr im Kreis ist, dann würdet ihr als zweites Fahrzeug quasi auf dem Zebrastreifen stehen und warten. Und das darf natürlich nicht passieren. Deswegen müsst ihr natürlich auf das auch noch achten und müsst dann den Zebrastreifen einmal freilassen, den könnt dann nachziehen, wenn das Fahrzeug vor euch reingefahren ist. Ja? Was die Beobachtung angeht, also ihr solltet euch wirklich angewöhnen, sobald ihr drin seid im Kreisverkehr, sofort auf eure Ausfahrt zu achten und schon da intensiv zu beobachten, was sich da tut. Ob irgendwelche Fußgänger oder Fahrradfahrer in der Nähe sind, dann seid ihr da immer auf der sicheren Seite und dann kann auch nicht kurz vorm Rausfahren plötzlich irgendwie der Fußgänger auftauchen oder so. Ne? Dann seid ihr rechtzeitig gewarnt und könnt euch entsprechend anpassen an die Situation, könnt eventuell runterschalten, könnt bremsen, eventuell müsst ihr warten und müsst dann aus dem Stand wieder weiterfahren. Ja? So, wir gucken uns das Ganze jetzt mal an und fahren mal jetzt gemeinsam in den Kreisverkehr rein. Dann schauen wir mal, ob irgendwelche Fußgänger auftauchen. Jetzt sehe ich auf der linken Seite schon den Fußgänger, der da läuft. Jetzt ist die Frage, geht die rüber? Also ich passe mich jetzt schon an, bin jetzt schon bremsbereit. Okay, sie geht nach links. Dann kann ich mich jetzt hier mehr oder weniger um den Kreisverkehr kümmern. Ob ich jetzt hier flüssig reinkommen kann, kann ich. Also wir können hier ohne Probleme im zweiten Gang reinfahren. Das Auto ist weg. Und jetzt gucke ich eigentlich schon mehr oder weniger auf die Ausfahrt und beobachte die intensiv. Keine Fußgänger da. Alles gut, ich muss nicht runterschalten, muss nicht bremsen. Das wäre der richtige Weg, wie ihr es machen solltet. So, ihr Lieben, das waren meine Tipps für euch zum Thema Zebrastreifen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen sensibel machen für das ganze Thema. Ihr wisst jetzt ganz genau Bescheid über die Gefahren in den Fahrstunden, in vor allen Dingen eurer Prüfungsfahrt, dass das Ganze nicht als Kavaliersdelikt abgetan wird, wenn eure Beobachtung nicht passt, wenn eure Wahl der Geschwindigkeit halt nicht passt. Versucht es umzusetzen in euren Fahrstunden und ja, dann glaube ich einfach daran, dass ihr auch in eurer praktischen Prüfung keine Probleme haben werdet, dass ihr das ganz locker umschiffen werdet, dieses Thema. Ihr beobachtet gut und ihr seid gefasst darauf, dass Fußgänger die Fahrbahn übertreten können am Zebrastreifen. Dementsprechend könnt ihr euch anpassen. Und dann könnt ihr eigentlich nur glänzen in diesen Situationen. Ja? Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch bitte wieder einen Daumen hoch. Abonniert mich hier auf YouTube. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß in eurer Ausbildung, viel Erfolg in euren Prüfungen und allzeit gute Fahrt, kommt immer gut und sicher nach Hause.